Wir haben die ersten 10 Minuten komplett verschlafen, überhaupt kein Zweikampfverhalten gehabt in der Defensive und dann auch zu Recht 2-0 hinten gelegen. Dann haben wir uns ein bisschen stabilisiert in der ersten Halbzeit, aber ohne vorne wirklich durchschlagskräftig zu sein. In der Halbzeit haben wir umgestellt, einmal gewechselt und dann waren wir eigentlich die zweite Halbzeit mindestens ebenwürdig, bis ein bisschen oben auf eigentlich. Haben dann auch verdient den Ausgleich gemacht und hatten noch eine große Chance zum 3-2. Aber wie es dann so läuft, letzte Minute ein dummes Foul gemacht und ja, der Gegner macht das 3-2. Das ist dann leider Fußball. Die letzte Sekunde ist natürlich immer ein bisschen glücklich, muss man sagen. In der ersten Halbzeit hätten wir das Spiel schon klar machen müssen. Wir haben früh 2-0 geführt, ich glaube schon nach 5 Minuten. Können mehrfach das 3-0 nachlegen, haben das versäumt und dann nach der Halbzeit, ja, nach der Halbzeit ist irgendwie so ein bisschen der Fluss verloren gegangen. Arminia kam stärker ins Spiel, hat auch verdient dann irgendwann den Ausgleich gemacht zum 2-2. Gut, in der 90. zum Ende hin ist natürlich immer ein bisschen glücklich, durch einen Freistoß zu gewinnen. Aber die drei Punkte nehme ich mit, egal wie sie kommen. 3-2 ist auch ein Sieg und wenn es in der 90. ist, ist mir das nur recht.